Spannt der Deck drüber. Dann soll ich natürlich einfach mit dem Spannbett drauf kommen.
Sicherheitsding dabei. So, der holt schon. Ich hab sogar ein bisschen Holz dabei. Zimmer. Wir können ruhig die erste Würste auf dem Robo machen. Ich hab ein bisschen kleingezeichnetes Holz mit. Ah, super. Und einen Anzünder. Einen Anzünder habe ich auch dabei. Aber wir brauchen dann irgendwas zur Schale oder so. Ha? Feuerschale dabei. Faltbar. Ja, aber du kannst jetzt von der Stelle. Ja, das ist neu, weißt du? Ja. Also, nachdem jetzt. Kannst du mir mal einen Tee aus meinem Rucksack geben? Das kann ich dir, ja. Und dann erzähle ich was. Ich muss kurz leise sein. Genau. Also, nachdem jetzt alle satt sind, möchte ich noch kurz den Grund erzählen, warum wir hier sind. Haben hier tatsächlich, also eigentlich haben wir uns eine ganz andere Wiese rausgesucht gehabt, aber die war, da war die Zufahrt gesperrt. Wegen Schneebruch.
Und dann sind wir jetzt ganz spontan hier an diesem Weiher gelandet. Haben dann auch noch den Förster kennengelernt, der das ganz witzig fand, was wir hier tun. Und dem wir auch noch helfen musste, sein Auto zu starten, weil der nicht mehr anlief. Aber egal, wir sind hier wegen dieser petrolfarbene Kohle im Hintergrund. Und zwar feiert Tortuga seine ersten 20 Jahre. Und hat sich gedacht, sie müssen mal wieder eine Jubiläumsedition rausbringen. Die traditionelle Farbe von Tortuga, klar, die Zelte sind schwarz, aber so die Firmenfarbe, die geht eher so ins Blaue rein. Und meine Empfehlung war dann aber auch, ein bisschen spannendere Farbe zu nehmen. Und so kam jetzt eben dieses Petrolblau, dieses Ozeanblau oder einfach nur Petrol, wie man diese Farbe nennen möchte. Und als ich dann die erste Plane gesehen habe, habe ich gedacht, wir müssen raus in den Schnee und müssen da einfach ein Foto von dieser Kohle schießen. Weil diese Farbe sich einfach so schön hier in die Schneelandschaft einpasst. Und das war der ganze Sinn und Zweck, warum wir hier unterwegs waren. Die Kinder haben das Schlitten mit und haben Schneemann gebaut. Der Ralf und ich haben die Kohle aufgebaut. Eine Schneefrau, Papa! Eine Schneefrau habt ihr gebaut. Sehr schön. Prima. Und dann haben wir hier ein bisschen Picknick gemacht, eine Hochzeitssuppe gekocht und Würstle gebraten. Jetzt sind wir satt und wir haben keine Schlafsäcke dabei. Nein, wir werden das wieder abbauen und dann wieder Richtung Tal ziehen. Ich denke, die Sonne wird dann leider auch wieder verschwinden. Aber so haben wir einfach einen schönen Nachmittag gehabt. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Eure beide Ralf. Ciao.